Auf der 9 kam es am Freitagvormittag zwischen den Anschlussstellen Bayreuth Süd und Trockau im Landkreis Bayreuth zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Laut Polizeiangaben fuhr der Fahrer eines polnischen Transporters auf einen Sattelzug auf. Bedingt durch die Wucht des Aufpralls wurde der Sprinter zurückgeschleudert, kippte um und blieb auf der Fahrerseite liegen, halb im Grünstreifen und halb auf dem Standstreifen. Aufgrund des Unfallmechanismus und der daraus entstandenen Verformung des Transporters wurde der Fahrer in diesen eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn mit schwerem Gerät befreien, bevor der Rettungsdienst ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus bringen konnte. Während der anfänglichen Rettungsarbeiten waren 3 Fahrstreifen gesperrt, später wurde ein weiterer für den Verkehr wieder freigegeben. Hierdurch bildete sich ein Rückstau von rund 2 Kilometer Länge.